Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir mit unseren Heimatgeschichten das Münchner und das Ingolstädter Umland erkunden. Diese Woche sind wir unterhalb der Benediktenwand in der Gemeinde Benediktbeuern. Benediktbeuern liegt köstlich und überrascht bei seinem Anblick. Das hat Johann Wolfgang von Goethe in sein Tagebuch geschrieben. Ja, und das finden wir auch. Die Gemeinde ist immer noch ein beliebtes Ferienziel. Heute leben dort um die 3600 Menschen. Wir haben mit Otto Gion die Sense geschwungen, haben dem Liedermacher Christian Jungwirth gelauscht und Pater Claudius hat uns das Kloster gezeigt. Und heute geht es um Musik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier hinter mir sehen Sie schon das Plakat. Sommerkonzerte Benediktbeuern, junge Solisten und Markus Kreul. Und die proben hier gerade. Da schauen wir uns mal rein. Ja, hier hört man sie schon. Schleichen wir uns mal in die Probe rein. Super, der Anfang ist jetzt richtig gut geworden. Jetzt müssen wir achten, wenn das Deutsche kommt, wenn es zurückgeht, werdet ihr auch ein bisschen langsamer, ein bisschen passiver. Ne? Und es wäre einfach schön, dass dieses Con Brio natürlich auch im Leisen geht. Ne? Machen wir gleich nochmal den Anfang. Ja? Servus. Hallo, das ist ja, das hört sich ja wunderschön an. Will ich immer gar nicht unterbrechen, fällt mir sehr schwer. Du, erzähl mal, was ist das hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ja, genau. Also ich bin der Markus Kreul und ich leite hier diesen Meisterkurs für Kammermusik und Klavier und Lied. Und das ist das Bruder-Trio. Den Namen haben sie aus verschiedenen Gründen. Erstmal, weil sie Bruder heißen. Und die beiden Nachnamen sind tatsächlich Bruder. Brüder. Und das ist der Papa dazu. Nein, also die Familie Bruder. Nee. Ganz genau. Ja, doch, das ist ja super. Aber das heißt, kommt hier dann das Benediktbeuern? Oder wer kann hier mitmachen? Also hier kann jeder mitmachen. Also die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland, auch aus Belgien. Der Stefan Pitz ist aus Belgien. Die Ladies dort hinten kommen aus Freiburg im Breisgau. Und hier unser Bariton kommt aus Bad Tölz. Also es ist ganz, ganz gemischt. Man muss sich aber bewerben wahrscheinlich, genau, oder? Genau. Und dann gibt es ein Auswahlkriterium, also ein Gremium, oder du entscheidest genau, dann, wer kommen darf. Richtig, genau. Das ist halt, da ich den Kurs alleine mache und natürlich jeder Unterricht haben will am Tag und ist nicht nur einmal in der Woche, gibt es natürlich nur für eine kleine Gruppe. Wir sind in diesem Jahr 15 Leute. Und das ist so das Maximum, was ich in diesen Tagen da einfach stemmen kann. Das heißt, wie lange probt ihr jetzt hier, bis es dann zum Konzert kommt? Genau, wir haben drei Konzerte und wir proben hier morgens von 9 bis wie viel Uhr? 20 Uhr. Machen halt ein paar Pausen. Ja. Und es gibt ja viele Aber wie viele Tage? Eine ganze Woche. Eine Woche? Genau, von Samstag bis Samstag. Also das heißt, die sind dann alle einquartiert und dann wird hier mal richtig eine Woche Power-Musik gemacht. Genau, also richtig, das Leben findet hier statt. Genau. Also die übernachten hier, essen hier und dann geht's zu den Überräumen und halt hier dann zum Unterricht und zu den Konzerten. Okay, dann hören wir doch noch mal gleich ein bisschen rein. Ja, gerne. Beethoven-Geister-Trio spielen Sehr schön. Drei. Ganz schön hohes Niveau hier, also Respekt, ihr macht ja echt tolle Musik. Wer steht jetzt hier? Genau, das ist der Stefan Pitz aus Belgien und das ist der Josef, der kommt aus Bad Tölz und ist nicht nur ein toller Sänger, sondern
Raumfahrtingenieur bist du auch? Ich bin Luft- und Raumfahrtingenieur, ja. Ach wow, und du machst es nur nebenher mit dem Singen? Ja, nebenher. Und wir haben uns auch in Belgien kennengelernt, da ich vor einem Jahr nach Belgien weggewechselt bin. Echt? Ja, toll. Das ist ja unglaublich. Da bin ich ja gleich gespannt. Aber erzähl mir doch noch kurz von dir. Wie bist du denn hier gelandet? Genau, das war vor 11 Jahren. Wurde ich eingeladen, hier ein Familienkonzert zu machen. Hier das Zentrum für Umwelt und Kultur macht ja viel für Familien. Und es war ein spezielles Konzept. Und dann habe ich die Räume das erste Mal gesehen und habe mir gedacht, wow, das ist wirklich super hier. Und es gab 4 Klaviere schon hier in verschiedenen Räumen, die nie genutzt wurden. Da habe ich gedacht, das ist der Ort, da könnte man super einen Kurs machen, ne? Weil einfach alles da ist. Weißt? Die Übernachtungsmöglichkeiten, die Überräume, den tollen Saal. Und so ist es entstanden. Und wir sind jetzt seit 10 Jahren, hat 10 Jahre hintereinander geklappt, sind wir jetzt im Sommer hier. Okay, ganz schön. Dann was hören wir jetzt? Genau. Genau, wir hören von Ralph Vaughan Williams aus einem Liederzyklus das erste Lied The Vagabond. Okay. Bevor wir noch mehr hören, machen wir erstmal eine kurze Pause. Wir sind in Benediktbeuern und dürfen heute bei einer Probe lauschen. Jedes Jahr finden hier im Zentrum für Umwelt und Kultur Sommerkonzerte statt. Markus Kreu leitet und organisiert diese. So, und wer hat sich jetzt hier schon positioniert? Genau, das ist die Lisa, sie kommt aus München und Ayla und Susanne aus Freiburg. Und sie haben ein ganz tolles Stück. Es ist eine eher ungewöhnliche Kombination, also Klavier, Sopran und Klarinette. Wir suchen hier auch immer Stücke zusammen, die man nicht so oft hören kann, wo es oft nicht so Gelegenheit für gibt. Und das ist einfach schön. In der Woche haben wir einfach die Zeit, sowas auch, solche Raritäten quasi auszugraben und zu erarbeiten. Und die Konzerte finden ja wirklich hier in diesem Raum statt. Genau. Und wie geht es jetzt Corona-bedingt und so? Wie habt ihr es gelöst? Genau, also es gibt hier den Kulturreferenten, den Herrn Lichtenstein, der wahnsinnig rührig ist, der auch gleich gesagt hat, es ist ja im Moment alles so unsicher, man weiß ja nie, wie die Auflagen sind. Er hat gesagt, wenn es irgendwie geht, wir machen das. Und er macht also das Booking und teilt dann diese Plätze ein und versucht wirklich auch raumsparend zu sein. Fragt immer, sind Sie eine Familie, gehören Sie zusammen, sodass wir also doch noch immer noch mehr Leute reinbringen können. Und es war gestern, weil das erste Konzert war voll. Ja, und wir haben jetzt noch eins am Donnerstag und Freitag und hoffen, dass das ähnlich so ist, weil die Leute sich wahnsinnig freuen, dass sie was los ist. Ja, und ich habe aber gelesen, Eintritt ist sogar frei. Genau, Eintritt ist frei. Das ist ja unglaublich. Also eine tolle Sache. Ja, dass die fördern das hier wahnsinnig. Mhm. Und das gibt auch einfach dann so eine tolle Atmosphäre hier. Ne? Ja, schön, dann lauschen wir euch jetzt mal. Oh,
ja wirklich ganz wunderschöne Musik. Ich bin echt beeindruckt, was ihr hier auf die Beine stellt. Danke. Das war jetzt ein richtiges Privatkonzert für uns. Vielen Dank. Waren es jetzt sozusagen alle, die mitwirken? Nein, einige bereiten sich gerade vor, üben, proben. Können wir die auch noch sehen? Ganz gerne. Es gibt einen wunderschönen Raum drüben mit Carmina Burana-Motiven, wenn ihr Lust habt. Ja, dann schauen wir uns den auch noch an. Gerne. Danke. Ui, das ist ja auch ein toller Raum. Ja, wunderschön, ne? Also die Motive hier, die bedeuten jetzt also alle was? Genau, das sind Motive aus der Carmina Burana und dieser Text wurde ja hier im Kloster Benediktbeuern gefunden und wurde dort in der Bibliothek aufbewahrt. Und das ist natürlich toll, dass wir hier auch quasi bildlich Musik haben. Mhm. Ne? Ah ja, und das nutzt ihr jetzt also auch als Probenraum? Genau, wir haben 4 Probenräume und das ist einer von den beiden. Und hier vorne sind Elisabeth und Sören und die beiden sind schon ein festes Duo und waren letztes Jahr auch schon da und da freue ich mich immer, wenn die beiden kommen. Die sind wirklich tolle junge Musiker. Super, dann hören wir jetzt von euch auch noch was. Ja. Und genau, da mit diesen schönen Klängen gehe ich davon aus, verabschieden wir uns dann von Ihnen zu Hause. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's aus Benediktbeuern. Danke euch. Danke euch fürs Kommen.